Je später der Abend, desto mehr Nordrhein-Westfalen, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen in Hartfield aus Essen. Wie war es denn on stage? Seid ihr bis auf die Tatsache, dass euer Wasser nicht dabei war, zufrieden mit der Show, zufrieden mit dem Publikum, zufrieden mit dem Leben? Ich fand alles perfekt, bis auf darauf, was mein Kabel zu kurz war. Also ich wollte ein bisschen mehr abgehen, also 5 Meter reichen nicht. Das weiß ich schon jetzt. Deswegen krallst du dir gleich mein Mikro, weil das ist ja die Macht. Das gebe ich eigentlich immer nicht aus der Hand, aber es ist schon spät, von daher alles gut. Wie sieht es denn mittlerweile so im Ruhrpott aus mit Live-Spielen? Also ich bin ja noch so ein Zeche-Bochum-Jünger. Früher immer in Essen im Model Traumwelt gewesen, aber das ist ja 100 Jahre her, das gibt es ja nicht mehr. Aber wie hat sich die Szene mittlerweile entwickelt? Also ich glaube einfach, das ist ein bisschen weniger geworden die ganze Kultur da. Und das ist einfach die ganze Entwicklung. Ne? Musik ist auch einfach viel konventioneller. YouTube, Spotify, jeder kriegt Musik unendlich. Da hat keiner so richtig die Motivation auszugehen. Und das merkten wir auch tatsächlich. Wir hatten unglaublich Schwierigkeiten, Gigs zu finden am Anfang. Wir sind ja noch nicht so alt. Uns gibt es erst seit einem Jahr auf der Bühne. Und gerade der Anfang war super schwer, weil es gab unglaublich wenig Konzerte und dementsprechend auch unglaublich wenig Möglichkeiten, spielen zu dürfen. Aber deswegen seid ihr ja hier, weil hier ist schön, ne? Wie gesagt, die Bühne fantastisch, die Fans fantastisch und natürlich mit Kollegen zu sprechen, mit Kollegen ein Bierchen zu trinken, läuft doch auch ganz gut. Mit wem habt ihr so abgehangen so bislang? Ich denke mal so mit allen. Also wir haben uns mit vielen Leuten auf jeden Fall ausgetauscht. Also ich denke auch immer, dass es sehr wichtig ist, vor allen Dingen in der Musik eben Kontakte zu knüpfen. Man weiß ja nicht, wofür Dude ist. Und genau, super viele Leute kennengelernt und der Abend ist noch nicht vorbei, also immer. Ja, also ich habe zumindest danach euch noch 2 und dann bin ich heute durch. Wie sieht es denn bei euch so EP-albumtechnisch aus? Habt ihr da schon was am Start rausgehauen oder ist was in der Vorbereitung? Nee, der ist schon fertig. Wir haben eine schöne EP mit 4 Songs, die ist da zur Verfügung. Ich nehme das lieber, ne? Wir haben eine schöne EP mit 4 Songs, die ist da wie gesagt zur Verfügung. Da steht, wo der ganze Merchandise-Table ist, also da haben wir so einen Koffer, der rot leuchtet. Wir haben anstatt CD so schöne Holz-USB-Sticks, die sind richtig schick. Also da ist auf jeden Fall unsere EP drauf und wenn das so weit ist, machen wir eine Single, ja, also das ist schon vorgeplant irgendwie. So, und weil du mir mal mein Mikro klaust, darfst du jetzt mal irgendwie so ein bisschen passend intonieren, ganz spontan. Follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind. Und alle zusammen. Of change. An autumn summer night. Soldiers passing by. Keiner singt. Listening to the wind. Ja, du singst. Danke dir. Of change. Mina, ja, das ist was. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Aber jetzt würde ich sagen, wollen wir mal was Richtiges von euch hören. Was hören wir denn? Welchen Song? Das ist eine Ballade von uns, ja. Die heißt? Die heißt Empty Road. Die ist auch allerdings auf der EP. Sehr gut. Dann viel Spaß jetzt mit Hartfield aus Essen. Und wenn ihr ein Musikvideo habt, ne, schickt mir das mal rum, weil Jagaloo TV zeigt das dann im Fernsehen. Könnt gerne eine kleine Anmoderation dazu machen, dann freue ich mich. So. Guten Hunger da in der ersten Reihe. Ja, also für diesen Song gibt es tatsächlich ein Video. Könnt ihr mal gerne bei YouTube checken. Allerdings, wir sind auch überall YouTube, Facebook, Insta. Also würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und vielleicht sagt, wie es euch heute gefallen hat, weil wir haben es richtig gefeiert. Es hat richtig Spaß gemacht. Zwar natürlich ja 8 Stunden warten, war ein bisschen stressig, aber der Auftritt war super. Also. Times when everything just felt so great, living life out on the brink. Then the time went by and the wrinkles on your face now and then would make you think, how could we? That
bridge you burn, mistaken turn, feel the time has come to ask, where did we go wrong? On that empty road, passing signs that we Facebook und Instagram, wir sehen uns irgendwann da bestimmt mal. Dankeschön.